So, herzlich willkommen zu einem nächsten Vlog. Und ja, ich befinde mich jetzt hier gerade in meinem zukünftigen Büro und ich zeige euch jetzt mal, was noch geschehen ist bis jetzt. Und ja, ich habe hier meinen Schreibtisch, weiß nicht, ob ich den schon gezeigt habe im letzten Video. Den habe ich mir auf jeden Fall günstig gekauft. Und hier noch mein kleiner alter Schreibtisch. Der ist dann für Freunde, wenn die dann mal kommen. Habe ich auch schon sauber gemacht. Und ja, der Büroschrank hier kam jetzt noch rein. Kamera, stell bitte scharf. Der kam noch rein. Hier der kleine Nachttisch, der kam noch auch noch rein. Die Couch steht jetzt hier drin, aber die stand, glaube ich, beim letzten Mal schon drin. Ich habe meinen Kalender aufgehangen. Und hier mein Bild, was ich mal gemalt habe. Und den hier muss ich mal gerade auch schon umblättern. So. Komm. Die Woche hier ist ja schon fast rum. Da sieht man mal, dass ich schon fast die ganze Woche über gar nicht hier war. Das ist aber nicht der richtige. Eins weiter. Eins zurück meine ich. Komm! Oh, mein Akku, ein Lämpchen klingt schon. Ja, stimmt, ich habe den vom letzten Mal nicht aufgeladen. Egal. So, jetzt aber. Bitteschön. So, ja, das ist so das, was ich jetzt getan hat. Und jetzt mache ich mal hier das Licht aus. Jetzt seht ihr erstmal nichts. Aber Achtung und bam! Das sieht doch mal geil aus, ne? Das habe ich jetzt gerade vorhin da festgemacht. Da habe ich in einem Baumarkt das günstig bekommen, das LED-Band hier. Und ja, das habe ich hier schön festgemacht. Und jetzt habe ich hier ein richtig geiles Licht in meinem Büro. Das ist schon cool, ne? Jo. Jo, ich denke, ihr kennt das auch soweit jetzt alles, was das jetzt genau ist und so, ne? Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal noch kurz in mein Wohnschlafzimmer, bevor der Akku leer ist. Bis gleich. Ja, hier hat sich schon einiges getan. Ihr seht, ich habe meine Raumteile jetzt hier stehen. Weiß nicht, ob ich das euch schon gezeigt habe. Hier habe ich meine Pokale stehen. Und ja, das ist halt das Lämpchen. Ich weiß nicht, ich meine, ich habe das schon mal bei euch gezeigt. Und hier habe ich ein schönes, grünes, graues, weißes Rollo. Auch günstig bekommen beim Baumarkt. Und dann haben wir hier meine Musikanlage. Habe ich auch schon alles hierher gebracht. Mein alter Nachttisch. Mein uralter Nachttisch. Und dann habe ich die Boxen hier oben festgemacht. Und ja, wie ihr seht, es hat sich ziemlich viel getan hier. Ist auch ziemlich leer jetzt der Raum. Hier habe ich meinen kleinen alten Fernseher noch. Den habe ich mal mitgeholt, damit ich mir hier oben auch mal Fernsehen gucken kann, wenn ich mag. Und ja, dann würde ich sagen, war das mal so ein kleines Update. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ich hier noch ändern könnte. Und ja, hier kommt natürlich auch noch ins Schlafzimmer, kommt natürlich auch noch so ein LED-Streifen. Ich habe nämlich hier oben auch so einen Balken, den ich ja auch grün gestrichen habe. Und das wird sich, denke ich, ganz gut machen. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi. So, dann noch ein kleines Zwischensequenz. Denn ich habe hier noch was auf Amazon bestellt. Einmal hier das Poster, das war aber gratis dabei. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Das ist, schätze ich mal, New York. Das könnte ich hier vielleicht ins Büro mal machen. Oder ich habe hier noch sehr große. So, jetzt habe ich hier noch auch noch was bestellt. Hier. Und zwar, das sind auch zwei Poster. Also das eine war kostenlos noch dabei. Und ja, das sind halt zwei Stück. Die sind sehr groß, wie ihr jetzt schon hier erkennen könnt. Denke ich mal. So. Und das müsste das eigentliche Poster sein, was ich eigentlich wollte. Genau. Das ist nämlich echt richtig cool. Und das wollte ich dann, das wollte ich dann hier hinten dran machen. Ich gucke mal, ob ich es vielleicht aufbekomme. Ich
hoffe, ihr könnt so ein bisschen was von erkennen. Jo, das würde ich hier hinten dran machen. Als Hintergrund, das wird bestimmt auch gut aussehen. Und dann ist halt noch das andere Poster dabei gewesen. Das ist auch ganz schick, aber ob das hier so ins Büro passt, weiß ich nicht. Ich muss das mal gerade gucken. So eine Hängematte. Ich glaube, da passt das andere schon besser, denke ich. Ne? Schreibt mir auch gerne meine Kommentare, was ihr besser findet. Also ich werde auf jeden Fall mal das andere hier jetzt fashion machen. Und ja. So, wie ihr seht, ich habe jetzt hier einmal das ausgebreitet, das Poster. Natürlich auf die Vorderseite gelegt. Und ja, jetzt habe ich hier so ein Band, so ein doppelseitiges Klebeband. Und das würde ich jetzt mal hier an die vier Seiten kleben. Stelle ich mal gerade die Kamera um, damit ihr auch sehen könnt, was ich an der Wand mache. Ne? Bis gleich. So, dann hole ich jetzt mal die Leiter hier rüber. Ja, ein bisschen blöd. Na, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das gerade ist. Ich gehe bei mir oben und so runter. Hängt, denke ich, auch ein bisschen zu weit hier in der Wand. Ne? Guck mal, wo die Ecke hinkommt. Ja, das ist zu weit. Bitte bleib hängen, Poster, bitte bleib hängen. Und. Ja, das sieht schon besser aus. So, ja, es fällt alles ab. So, noch einmal hier das Band. So, wir machen es so fest jetzt. Oder hängt das Poster zu hoch? Hängt das zu hoch? Ist ein bisschen schief, leicht schief, ne? Egal, dann lassen wir es jetzt erstmal so. Ja, sehr groß auf jeden Fall, ne? Sieht aber schon cool aus. Aber irgendwas stört mich. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob euch auch irgendwas stört. Also irgendwas ist da nicht in Ordnung. Hängt es zu schief, zu hoch, zu weit an der Wand? Na gut, ich lasse es erstmal so dran hängen und dann sehen wir die nächsten Tage weiter. Und ja, dann würde ich sagen, jetzt aber wirklich endgültig, ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüssi!